liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Karnises TV, herzlich willkommen. Wir befinden uns ja eigentlich noch in der Reflexion auf das siebte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Und dazu gibt es diese schöne Geschichte aus dem Buch Daniel über Susanna und die Verleumdung der Susanna, das falsche Zeugnis, das gegen sie abgelegt wird. Und die Todesstrafe, die nun verlangt wird. Der Herr erhörte ihr Rufen, denn Susanna ruft, ich bin unschuldig. Alle glauben den falschen Zeugen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den Heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut, ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Klammer auf, das ist ein Signal für, ich beteilige mich nicht an der Steinigung. Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn, was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte, seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels? Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise habt ihr eine Tochter Israels verurteilt. Klammer auf, hier wird schon das Rechtsprinzip deutlich der Unschuldsvermutung. Man kann nicht einfach aufgrund eines falschen Zeugnisses jemanden verurteilen, sondern muss man ja mindestens einmal überprüfen, ob das Zeugnis glaubwürdig ist. Kehrt zurück an den Ort des Gerichts, denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute wieder um und die Ältesten sagten zu Daniel, setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast, denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen, trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander, ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm, in Schlechtigkeit bist du alt geworden, doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt, einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen hast? Er antwortete, unter einer Zeder. Da sagte Daniel, mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten, schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er, du Sohn Kanaans, nicht Sohn Judas, sondern Kanaans, dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So konntet ihr an den Töchtern Israels handeln, sie fürchteten sich und waren euch zu Willen. Aber die Tochter Judas hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden ertappt hast? Er antwortete, unter einer Eiche. Da sagte Daniel zu ihm, mit deiner Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich mitten in zwei zu hauen. So wird er euch beide vernichten. Da schrie die ganze Gemeinde laut und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Mose mit ihnen. Sie ahnen, was das ist. Man tötete sie. So wurde an jedem Tag unschuldiges Blut gerettet. Hilkia und seine Frau priesen Gott und wegen ihrer Tochter Susanna, ebenso ihr Mann Joachim und alle Verwandten, weil sich zeigte, dass sie nichts Schändliches getan hatte. Daniel aber gewann seit jedem Tag auch weiterhin beim Volk großes Ansehen. Und eine Geschichte bleibt ja. Nehmen wir einmal an, dass Hilkia und seine Frau und andere zunächst der Verleumdung geglaubt haben und jetzt erleichtert sind, dass sie nicht stimmt, bleibt doch was in der Beziehung hängen. Du hast damals den beiden Lügnern geglaubt und dir vorstellen können, dass ich sowas Ungeheuerliches mache. Das ist eine der schwersten Themen. Wem glaube ich und wem glaube ich nicht? Vielleicht haben wir die Gelegenheit, in anderer Situation, in anderen Kontext das nochmal zu vertiefen. Ich möchte aber jetzt bei den 10 Geboten bleiben. Kehre also zurück zum 7. und dann werden wir zum 8. Gebot weitergehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.